Ja, hier ein Bohrschrauber direkt von Makita, wird in einem Mac-Pack geliefert, so wie wir uns das gerne wünschen. Wir haben mit dabei gleich zwei Stück Akkus, jeweils 3 Amperestunden. Ich mache einfach hier mal auf. Wir müssen hier beachten, wir haben hier noch eine Verplombung in Form eines Kabelbinders. Die ist ein bisschen ungünstig hier angebracht, aber letztendlich machbar. Gucken wir mal rein. Einmal haben wir hier unser bekanntes Makita-Poster. Alle Makita-Produkte, die derzeit hier verfügbar sind, hier zum übers Bett hängen. Ein paar kleine Anleitungen, Schnellanleitungen. Dann ein paar größere Anleitungen, auch hier mehrsprachig gehalten. Wir haben hier einen kleinen Bit mit dabei. Einmal Kreuzschlitz, einmal Schlitz. Das Gerät liegt hier einfach so oben auf. Das soll sicherlich nicht so sein. Der Akku fliegt hier auch einfach so hin und her. Mal gucken, wie das eigentlich gemeint ist. Wahrscheinlich soll das so sein. Ihr seht, diese Mac-Packs sind jetzt nicht so wie bei L-Boxen offensichtlich für den härteren Transport, also zumindest für den Versand geeignet. Ihr habt gesehen, der lag jetzt hier. Ich habe das komplett neu aufgemacht. Ihr habt gesehen, das war noch verplombt. Der lag einfach so im Paket. Das finde ich nicht so schön, muss ich ehrlich sagen, weil es drückt dann natürlich auch hier auf das mitgelieferte Ladegerät. Mal sehen, ob wir hier schon irgendwelche Macken drin sehen. Nein, sehen wir nicht. Aber wenn man das jetzt in dem Zustand natürlich noch zwei, dreimal hin und her wirft bei der Post oder bei wem auch immer, DPD und wie sie alle heißen, dann kann ich mir hier vorstellen, dass hier schon irgendwas kaputt geht. Trotz Garantie oder wenn ihr dann Gewährleistung in Anspruch nehmen wollt und sagt, hier, das Ding ist hier kaputt angekommen, ist das trotzdem erstmal ärgerlich. Ja, der Akku, der zweite Akku, der hier mit dabei ist, hat hier noch eine Schutzhaube obendrauf. Generell sind die Akkus hier bei Makita überhaupt nicht geladen, wie wir sehen. Ich drücke hier drauf, hier wird gar nichts angezeigt. Das heißt, das Paket liegt hier wohl schon etwas länger, der ist auch komplett leer. Und ihr seht, hier ist schon irgendwie eine weiße Masse ausgetreten, was immer das auch sein mag. Auch generell haben wir hier schon einige komische Punkte und was weiß ich was. Ihr seht, die LED schaltet zwar ein, aber die Akkus müsste ich jetzt erstmal aufladen. Ja, was haben wir noch? Die Griffe sind natürlich komplett gummiert. Wir haben Vorwärts-Rückwärts-Funktion. Die können wir hier über diesen Taster beidseitig einstellen. Linkshänder, Rechtshänder geeignet, wie man sich das vorstellt. Wir haben einen Gürtelclip mit installiert. Wir können hier unser Drehmoment verstellen in 21 verschiedenen Stufen plus die Bohrstufe. Wir haben hier ein Bohrfutter, welches hier 13 mm Aufnahme bietet. Das Zweiganggetriebe hatte ich jetzt hier schon erwähnt, glaube ich. Integriert ist hier ein Zweigang-Vollmetall-Planetengetriebe. Auch ganz schön, sehr wertig. Liegt auch wirklich gut in der Hand. Wenn ich den jetzt hier austariere, dann zieht der Akku letztendlich nach unten. So soll das letztendlich ja auch sein. Wenn ich ihn über Kopf halte, lastet das Gewicht hier tatsächlich auch auf dem Bohrkopf, sodass wir hier leichter in unser Material eintauchen können. Das ist auch sehr schön gemacht. Wir haben hier ein maximales Drehmoment von 62 Newtonmetern bei einer Drehzahl von 1900 Umdrehungen pro Minute. Die maximale Bohrleistung in Holz beträgt hier 38 mm, in Stahl 13 mm. Das ganze Gerät wiegt hier 1,7 Kilo, bietet hier natürlich auch 3 Jahre Garantie, wenn ihr euch da innerhalb von, ich glaube, 4 Wochen müsst ihr euch da bei Makita registrieren. Ich werde jetzt hier mal den Akku erstmal ein bisschen aufladen.
Und dann kommen wir mal zum Bohrtest. Ja, die Maschine ist jetzt geladen. Ich habe jetzt nicht ganz voll geladen, aber wir haben jetzt drei Striche auf jeden Fall. Ich habe einen 13er ENT Holzbohrer hier eingespannt aus der Duradrill Serie. Die kennt ihr sicherlich. Ich werde jetzt hier mal probieren, in das Balkenholz hier oder Pfostenholz ein 13er Loch reinzubringen. Stell dabei in den ersten Gang die Einstellung hier auf Bohren. Was man hier noch zum Gerät sagen kann, wir haben hier keinen bürstenlosen Motor, sondern wir haben hier ein funkenbetriebenes Gerät, letztendlich noch mit Kohlebürsten. Ist jetzt in dieser Preisklasse, das Gerät kostet zwischen 166 und 250 Euro, je nachdem, wo ihr das bestellt. Ist also schon die gehobene Preisklasse und eigentlich kann man ab 150 Euro meiner Meinung nach hier bürstenlosen Motor erwarten. Das ist hier leider nicht der Fall. Das Gerät riecht auch deutlich. Wir fangen jetzt erstmal an, ein Loch zu bohren. Ja, das schafft er letztendlich problemlos. So wie das auch sein soll. 13 mm sind hier ja sogar in Stahl angegeben. 26 mm könnte ich hier mit einem Forstnerbohrer auch einsenken. Also insofern ohne jegliche Probleme machbar. Sicherlich gibt es andere Geräte in gleicher Preisklasse. Was hier natürlich reizt, ist, dass hier zwei Akkus gleich mit dabei sind. Können wir uns noch mal das Ladegerät dazu angucken? Wir haben hier ein 9 Ampere Schnellladegerät mit dabei, 18 Volt, 240 Watt Leistung. Von vorne sieht es letztendlich so aus. Was ich hier ein bisschen schade finde, ist, dass wir hier keine Möglichkeit haben, das Gerät an die Wand zu befestigen. Wir haben hier allerdings Gummifüße mit drunter. Das heißt, wenn wir das auf einen Regal stellen oder auf unsere Werkbank, dann werden hier Vibrationen etwas abgedämpft und wir haben natürlich auch nicht dieses Verrutschen, wie wir das sonst bei Kunststofffüßen bei den absolut günstigen Geräten sonst haben. Wen es interessiert, ich habe ein Video dazu gemacht, wie man Ladegeräte, jetzt in dem Fall war es dann Bosch, wie man die an die Wand bringen kann. Ich werde das mal unten in der Videobeschreibung dann verlinken und so könntet ihr euch auch dieses Gerät sicherlich hier an die Wand bauen, für den es interessant ist. Ja, den Preis haben wir letztendlich besprochen, den Lieferumfang haben wir jetzt geklärt. Ihr habt das Gerät hier im Einsatz gesehen. Was ich nicht so toll fand, ist, dass das Gerät während des Transportes hier in dem MacPack schon verrutscht war und dass hier offensichtlich irgendwie schon das ein Refurbish-Gerät war oder irgendwas. Sagt mir mal, was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt mit Makita. Hier kann man wohl mit Sicherheit sagen, dass das Gerät hier schon einmal ausgepackt war. Das Gerät wird definitiv jetzt zurückgehen. Soll euch nicht an eurer Kaufentscheidung hier hindern. Wer Makita-Fan ist, der wird Makita-Fan bleiben. Weiß ich nicht, ob das das richtige Gerät dann für euch ist oder ob ihr euch hier noch für etwas höherwertige Geräte entscheidet, nämlich mit bürstenlosen Motor zum Beispiel. Ansonsten ein tolles Einsteigergerät. Vorteil, wie gesagt, hier Akkuladegerät und zwei 3 Amperestunden Akkus gleich mit im Lieferumfang dabei. Das heißt, man kann hier als Heimwerker dann gleich loslegen. Wer sich jetzt eine Werkstatt aufbauen möchte, ist sicherlich mit so einem Set sehr gut beraten. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr mehr solche Testvideos hier sehen möchtet. Abonniert bitte den Kanal, teilt das auch unter euren Freunden. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschalten würdet und sage jetzt erstmal bis dahin.